Shani. Kurz nach meiner Ankunft im Umland traf ich Shani, eine alte Bekannte von früher, unter dramatischen Umständen. Shani hat sich leidenschaftlich der Medizin verschrieben und sie hatte viel zu tun im Umland, daher konnten wir nicht plaudern. Ich habe den Eindruck, dass mich dieses vernünftige, intelligente Mädchen sehr mag. Und wie sie dich mag. Ich finde das Bild von der Triss finde ich toll. Klicken, um die Karte anzusehen, was? Ach so. Man kann sich die Karten also ansehen. Schön. Ja, ich habe nie was gesagt. Zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heilkräutern, mit natürlichen Heiltränken wiederhergestellt werden. Ach so? Triss ist allergisch gegen Magie? Geht sowas? Okay. Triss Merigold ist meine Freundin. Sie sah mich sterben und meine Rückkehr in die Welt der Lebenden überrascht sie. Triss ist eine Zauberin und eine der einflussreichsten und begabtesten ihrer Art. Sie hat zahllose mächtige Freunde und kennt auch die Hexer von Kaer Morhen. Außerdem gehört sie zu den wenigen, die den Weg zur Festung kennen. Ich habe das Gefühl, dass Triss mich sehr mag. Ja, die mag dich. Alter, mein Hals. Nach Leos Beerdigung teleportierte sich die Zauberin nach Vysimar. Sie wollte ihre weitreichenden Kontakte nutzen und Informationen über die Salamandra sammeln. Triss versprach, mich aufzusuchen, sobald ich in Vysimar einträfe. Vesemir. Vesemir ist der älteste und erfahrenste Hexer, wahrscheinlich älter als Kaer Morhen selbst. Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Vesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Er ist rüstig, das ist so ziemlich... Naja, es ist halt irgendwie... Naja. Ich würde mich verarscht fühlen, wenn zu mir irgendjemand sagen würde, rüstig. Also auch wenn ich alt wäre. Da wäre mir alt lieber. Alter, mein Hals. So. Viele Jüngere könnten ihn um seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Er hat zahlreiche Hexer erzogen, mich eingeschlossen. Seine Schüler behandeln ihn wie einen Ziehvater. Leo war vermutlich der letzte Schüler des alten Hexers. Der Tod des jungen Mannes hat ihn tief erschüttert. Er gehörte zu den wenigen, die den Angriff auf Kaer Morhen überlebten. Der Hass, den viele Leute für Hexer empfinden, ist ihm bestens bewusst. Vesna, eine Bardame in einer Raststätte im Umland. Ein resolutes Mädchen, das Essen und Alkohol verkauft. Jo, haben wir auch eine schöne Karte von ihr. Wunderbar, so. Soltan Chivai. Ich half einem Zwerg, der von Rassisten angegriffen wurde. Er erkannte mich als einen alten Freund. Der Zwerg heißt Soltan Chivai. Er behauptet, er sei vor Jahren in Riva Zeuge meines Todes gewesen. Soltan scheint mir vernünftig und pragmatisch zu sein. Er nimmt die Welt nicht ganz so ernst und findet in den meisten Dingen noch eine ironische Wendung. Und wie alle Anderlinge ist er besorgt wegen der rassistischen Atmosphäre in Temerien. So. Alter. So. Jetzt haben wir ein bisschen was gelesen. Ich muss noch mal ganz kurz was trinken. Moment, ganz kleinen Augenblick. Ich speichere auch noch mal ganz kurz. So, leeres Fach, speichern. Bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Wat? Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Haben nicht die Typen im Gasthaus gesagt, dass sie Ilsa vergewaltigt und so haben? Es ist halt die Frage, hier so Entscheidungen treffen und so. Ich meine, woher soll ich denn wissen, was stimmt und was nicht? Ich würde dir ja schon gerne glauben, aber irgendwie... Naja... Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen, aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein, ja. Ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder. Und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern.
kämpfen wir. So, und zwar. So, machen wir gleich mal so. So, und zwar. Bestie kriegt den starken. Geralt. Die haben die Magierin getötet? Was? So, habe ich Art erwischt? Schade. Hier erstmal eine Schwalbe. So. Wie genau soll ich das jetzt hier schaffen? Ach so. Okay, ich hätte einfach früher beginnen sollen zu kämpfen. Laden. Hier. Das ist bestimmt das da. Ich frag mich, wo das war. Verdammt. Umland von Vysima. Ach nö. Lasst die Hexe nicht so. Diese Schlacht, sie hat mein Bruder in ihr. Ich träume. Ja. Euer Bruder. Was? Sie euch. Tut mir leid, tut mir ihr leid. Ihr handelt. Habt ihr. Was? Die Hexe. Ich hätte Nico speichern mit sollen. Ihren? Nein. Das. Ich. Ja. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel. Ja. Frauen sind die Wurzel allen Übels. Ich speichere erstmal ganz kurz. So. Erstmal weiterkämpfen. Warum? Was passiert hier? Hallo, ich, hallo. Geralt, kämpfe! Du Sack. Jetzt, Alter, der kämpft einfach manchmal nicht. Ja, natürlich. Ja, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Jetzt bin ich wieder tot. Was ist das? Was ist das? Laden. Ja. Fange ich eigentlich schon angehittet an? Nö, ne? Doch, natürlich. Natürlich fange ich angehittet an. Und der Typ zieht sein Schwert halt auch nicht automatisch. Ja, na klar. Hallo, kann ich bitte ein bisschen kürzer benommen sein? Geht das auch irgendwie? So. Natürlich, die Olle ist schon wieder tot. Das heißt, ich habe alle Barkästen jetzt an die Fersen hängen. Nein, nicht kämpfen. Alter, lauf weiter. Die Schwalbe muss wirken. Schwalbe hat jetzt ein bisschen gewirkt. So. Jetzt bin ich wieder gestunt, natürlich. Warum eigentlich? Warum können die mich stunnen? Warum kann der mich stunnen, Alter? Noch dazu so ewig lange und dann stehen da 1239. Gut, jetzt bin ich ins Feuer gelaufen. Oder so. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt in Flammen gestanden habe. Wahrscheinlich bin ich ins Feuer gelaufen. Der Kampf ist einfach nur ein bisschen unfair, kann das sein? Ich meine, mir ist schon klar, dass ich mich auf die Bestie, auf den Typen hier, konzentrieren muss. Aber dennoch... Hallo, jetzt verschwinde. Hallo, ich will die Bestie attackieren. Alter. Hallo, Bestie, jetzt komm mal hier hin jetzt. Alter.
Jetzt ist aber mal gut. Hallo? Jetzt. Ich mache jetzt trotzdem den Gruppenstil. Hallo? Haben wir jetzt. Alter. Jetzt hallo. Ausweichen. Jetzt. So. Schwalbe. Jetzt muss ich wieder davonlaufen, Alter. Ich find's auch toll, dass die Zauberin so sehr viel, so extrem viel. Was ist das denn jetzt? Alter. So extrem viel beigetragen hat. Das finde ich sehr gut. Jetzt brenne ich wieder aus unerfindlichen Gründen. Und nehme trotzdem einen Damage. Das ist. Alter. Dann noch mit diesem wunderbaren Kampfsystem hier. 40 EP, warum? Warum 40 EP? Verstehe ich gerade nicht, aber okay. Ach so, weil die durchs Feuer laufen, oder wie? Sterben die an dem Feuer? Hallo, jetzt lauf weiter. Geralt, lauf weiter. Hallo, jetzt. Geralt, lauf jetzt wieder. So. Ich muss nur noch ein bisschen healen. Nur noch ein ganz kleines. Ja, klar. Warum auch nicht? So, jetzt reicht's aber mal. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Hallo, Geralt. Jetzt. Mist. Ja, na klar. Jetzt bin ich wieder tot, ne? Kann ich während einem Kampf quicksaven? Geht das? Das ist unfassbar, wirklich. Wie lange kann ein Gegner mich bitte stunnen? Das ist unglaublich. Und wieso genau? So. Schmerzen, natürlich. Deswegen bin ich gestunt, weil ich Schmerzen habe. Aha, interessant.